unser neues Flaggschiff. Der Airbus A330-200, warum zeige ich euch den hier? Und zwar, wenn man von einer Boeing-Flotte auf eine Airbus-Flotte wechselt, dann müssen ja die Kapitäne, die Piloten, die Crew, die müssen ja alle lernen, wie gehe ich, wie stehe ich, wie fliege ich, wo ist der Knopf rechts, wo ist er links und so weiter. Und das macht man am besten nicht nur am Simulator, sondern auch live. Deswegen haben wir uns von Etihad diesen Airbus A330-200 hier in der Mitte zu sehen eingekauft, damit wir Live-Flüge durchführen, was auch tatsächlich gerade passiert. Der Unterschied zu dieser Maschine mit unseren Maschinen ist allerdings, dass keine Premium Economy Class vorhanden ist. Wir haben das Interieur der Etihad genauso gelassen, wie es war. Und die Etihad hatte eine Business Class Bestuhlung und eine Economy Class Bestuhlung. Heißt, hier fehlt die Premium Economy Class, dass ihr das alle auch schon mal gehört und gesehen habt. Auf der nächsten Folie könnt ihr sehen, wie die Unterschiede dann tatsächlich sind in den einzelnen Klassen. Da haben wir das Produkt einmal in der Economy Class, einmal in der Premium Economy Class und einmal in der Business Class. Ich denke, es wird wahrscheinlich gleich kommen. Die gehen wir aber nur ganz schnell durch. Da kann ich euch auch nachher sagen, wo ihr alle diese Informationen findet, wenn ihr sie braucht, weil sonst sprengen wir den Rahmen dieser Präsentation hier. Für mich jetzt sehr, sehr wichtig, dass die Neokabine sechsfach verstellbare Kopfstütze in der Premium Economy Class hat und die Rückenlehne ausgestattet ist mit so einem Memory Foam, der das Reisen natürlich viel, viel angenehmer macht. Gerade wenn wir jetzt überlegen, nach Johannesburg oder nach Kapstadt, Johannesburg, unsere neue Destination, 11 oder respektive 12 Stunden Flüge, da sollte das ja schon recht angenehm sein vom Ankommen her. Zumal wir ja auch Nachtflüge anbieten. Die Monitore sind größer. Also ist alles ein bisschen angenehmer gemacht worden in dem neuen Airbus. Dann machen wir mal weiter zum aktuellen Produkt an Bord und gehen schon auf die nächste Folie. Da wollte ich euch nur ganz kurz sagen, für die, die unser Produkt kennen, unser In-Flight Entertainment war bisher immer frei für Gäste in der Business Class und in der Premium Economy Class. Ist seit November jetzt auch für unsere Gäste in der Economy Class frei. Also muss kein Aufpreis mehr gezahlt haben. Auf der nächsten Folie seht ihr, dass wir Zusatzgepäckpakete, Sportgepäck kann bis zu 8 Stunden vor Abflug bei Condor dazu gebucht werden. Glaube ich, ist jetzt für Südafrika gar nicht so uninteressant, weil wir ja tatsächlich Gäste haben, die auch Sportgepäck mitnehmen. Deswegen solltet ihr das immer im Hinterkopf auf jeden Fall behalten und dass die Business-Class-Gäste Sportgepäck kostenfrei mitnehmen können, ist auch nochmal ein schöner Vorteil. Auf der nächsten Folie seht ihr unser Priority Package Paket. Das gebe ich einfach immer bei jeder Präsentation nochmal mit. Das finde ich ganz, ganz wichtig, dass man das dazu buchen kann, dass die Gäste dann, auch wenn sie Economy Class fliegen, an Priority Check-in-Schaltern einchecken können, dass das dann schneller geht in Frankfurt. Wir fliegen ja ab. Frankfurt ist ja jetzt nicht gerade der kleinste Flughafen. Kann auch mal ein bisschen länger dauern, dass die in der Sicherheitskontrolle schneller angenommen werden und dass die Koffer mit einem Priority-Label ausgestattet werden und somit als Erste am Band sind. Deswegen diese Information nochmal für euch alle. Auf der nächsten Folie, aber auch nur ganz kurz zum Anreißen. Ihr wisst ja, dass wir dann Zu- und Abbringer mit der Deutschen Bahn oder auch mit Partner-Airlines anbieten. Ja, also dass wir fliegen ab Frankfurt, aber von Deutschland weit beziehungsweise Österreich und der Schweiz können natürlich Gäste anreisen. Und jetzt kommen wir zum Streckennetz und zu der interessantesten Folie, wie ich meine, auf die jetzt bestimmt alle warten. Und zwar, genau, die neue Destination Johannesburg seit November diesen Jahres. Der Erstflug hat schon stattgefunden. Und ich freue mich, euch sagen zu können, dass wir montags und freitags mit einem Nachtflug nach Johannesburg fliegen von Frankfurt aus und dienstags und samstags auch mit einem Nachtflug dann wieder zurück nach Frankfurt. Somit können die Gäste dann entweder weiterfliegen mit, ich habe euch hier in der Folie auch mal ein paar Beispiele aufgezeigt, mit Air Link-Anschlussflügen, die wir anbieten, nach Namibia zum Beispiel oder Fly SAF-Air-Anschlussflüge, die wir dann gekoppelt haben an unsere Flüge, die sowohl über die touristischen Reservierungssysteme als auch über die GDS-Systeme buchbar sind. Und Kapstadt, die Destination, die wir ja schon länger fliegen und die wir viermal die Woche bedienen, nämlich dienstags und donnerstags.
Und freitags und samstags mit einem 12-Stunden-Nachtflug, also auch sehr, sehr schöne, angenehme Ankunftszeiten, um dann morgens direkt den Mietwagen oder was auch immer abholen zu können. Und die Rückflüge dann dementsprechend mittwochs und freitags oder samstags und sonntags auch mit einem Nachtflug dann bedient werden. Also viele, viele schöne Möglichkeiten, die sich ergeben. Natürlich kann man auch Gabeln, also Gabelflüge dann dementsprechend draus machen. Johannesburg rein, Kapstadt raus oder umgekehrt oder wie auch immer. Und durch die verschiedenen Verkehrstage, die wir anbieten, bieten sich auch sehr, sehr viele Möglichkeiten. 10-Täger, 12-Täger, 14-Täger, 16-Täger, was auch immer der Gast gerne hätte. Das jetzt zu unseren Flügen. Die nächste Folie, da habe ich euch mal ein paar Informationen mitgebracht, die für euch als Agenten wichtig sind, denn ihr wollt ja vielleicht auch mal nach Südafrika fliegen und das Ganze persönlich kennenlernen. Alle Informationen, das ist das, was ich vorhin schon gesagt habe, findet ihr immer in unserem Extranet unter agent.condor.com. Das ist ja unser Informationsportal für euch. Da sind auch immer unsere aktuellen Flugpläne, Downloads, Buchungsanleitungen, neueste Informationen. Die hinterlegen wir dann immer für euch, ne? Also da findet ihr immer alle Informationen. Da könnt ihr euch auch in Bezug auf die Flotte so ein bisschen informieren. Auf der nächsten Folie seht ihr dann, dass wir, wenn ihr für eure Kunden Sitzplatzreservierungen und Menüs bucht, Provisionen erhaltet automatisch. Das passiert also wirklich automatisch und wird dann auch über das Agenturkonto am Ende des Monats auf das Bankkonto gutgeschrieben und natürlich die optionale Service Charge, die ihr euch immer mit drauflegen könnt. Und die letzte Folie, die ich euch mitgebracht habe, wie gesagt, die ist wichtig für euch. Dann unser Partnerfliegenprogramm. Ich gehe einfach mal davon aus, dass die meisten, die eine Condor-Agentur haben, das bereits kennen, dass wir festgebuchte, ermäßigte Tarife für unsere Agenten anbieten, die uns verkaufen. Die starten bei 50% Ermäßigung bis 75%. Und wer dann den Goldstatus, das hängt dann anhand des Umsatzes des Reisebüros ab, wer den Goldstatus erreicht, der kann tatsächlich auch Freiflüge in Anspruch nehmen bei uns. Man ist immer fest gebucht. Man hat immer die Möglichkeit, eine Begleitperson zur gleichen Ermäßigung mitzunehmen. Man bekommt bei uns immer eine kostenfreie Sitzplatzreservierung und zusätzliches Freigepäck, was auch nicht ganz uninteressant ist. Ich glaube, gerade für Südafrika, wenn man ein bisschen mehr mitnehmen will. Genau, das war es dann auch schon von meiner Seite. Ich bedanke mich fürs Zuhören und natürlich stehe ich für Rückfragen sehr, sehr gerne zur Verfügung und beantworte auch Fragen sehr gerne im Chat, wenn welche da sein sollten. Dankeschön. Danke, Sonja. Und ja, bitte nutzt den Chat. Ich sehe gerade auch, Silvia Eichmann-Bartels hatte eine Frage dann gestellt hier zur Sicherheitslage. Ich würde das gerne am Ende dann nochmal kurz dann behandeln. Und gerne dann jetzt mit unserem Webinar weitermachen, nämlich euch jetzt mal dann schon mal einzustimmen in diese dann Naturvielfalt. Ihr wisst, Südafrika ist ja ein klassisches Rundreiseland und ja, da seht ihr mal anhand dieser ganz kleinen Bilder, was man eigentlich bei uns alles erleben kann. Wie gesagt, mit Sonja hier entweder nach Johannesburg dann zu fliegen oder nach Kapstadt. Das sind eigentlich so auch so unsere zwei wichtigen Tore in das Reiseland, dann Südafrika. Und ja, für eine klassische Rundreise sollte man eigentlich dann schon fast 2,5, 3 Wochen, 14 Tage absolutes Minimum hier dann veranschlagen. Und ja, dann seht ihr eigentlich hier, wenn man jetzt Richtung Osten geht, hier diese Panoramaroute. Wir haben dann Krügerpark, also Safari. Wir haben als die Hochgebirge, habe ich noch Bilder dabei. Natürlich die wunderschönen Strandabschnitte an der Wild Coast oder sehr dann bekannt auch diese Gartenroute und natürlich den ganzen Bereich Kapstadt, Kap der Guten Hoffnung und ja, Michael Gruppers, das wäre eigentlich hier. Und ich freue mich, dass wir auch Russell mit dabei haben, denn hier werden wir auch mal in die Kalahari hineingehen. Also ihr seht an den ersten Bildern, dass dann landschaftlich es sehr, sehr viel auch dann zu bieten dann gibt.
Ja, und auch hier nochmal so eine kurze Übersicht. Ich kann nur sagen, bei uns wird es eigentlich nie langweilig, denn der Gast hat in diesen 2,5, 3 Wochen immer ganz, ganz verschiedene Eindrücke. Und ja, wir sind hier in der Panoramaroute. Das ist eigentlich einer der hier Haupt dann Bestandteile der klassischen Rundreise, wenn man dann hier Richtung Rüger geht. Wir haben hier den drittgrößten Canyon der Welt, den White River Canyon. Und auch hier, was Südafrika eigentlich ausmacht, es sind angenehme Tageskilometer, es sind dann immer wieder Möglichkeiten, dann auszusteigen von diesem drittgrößten Canyon. Gehört also hier auch, gehören die Birkluck-Potholes auch dann dazu, zu dem Black River Canyon Nature Reserve. Das ist ungefähr so eine halbe Stunde, 40 Minuten von diesem ersten Bild entfernt und noch weitere dann hier dann Aussichtspunkte. Ja, was bieten wir? Natürlich im Norden auch diese typisch afrikanische Landschaft, geprägt durch diese uralten Baobabbäume oder aber auch dann dieses offene Weite, dann diese dann Sandsteinformationen der Waterbergbereich, dann hier in Limpopo ebenfalls wunderschöne Reisemöglichkeiten, Kombinationen, Landschaft, Tierbeobachtung. Ja, und auch diese Sandsteingebirge, die haben wir natürlich auch im Süden, ne, nämlich einen Teil der Drakensberg-Gebirgskette. Da gehört eigentlich dann am Anfang auch das Goldene Tor, der Golden Gate Nationalpark dann hiermit dann dazu. Und die Drakensberge, ich habe hier nochmal diese Karte mitgebracht, damit ihr euch so ein bisschen orientieren könnt. Also hier war dieser drittgrößte Canyon. Wir hatten hier die Baobab-Bäume, das sind die Waterberg-Bereich. Und ja, vom Goldenen Tor, Golden Gate, gehen wir also jetzt hier in die Drakensberg hinein, bevor wir an die Wild Coast gehen und dann so langsam Richtung Kapstadt. Ja, und das spricht natürlich hier auch ideal dann Wandern an. Und ich weiß, oder ich bin mir sicher, dass Yvonne und André hier auch tolle Touren haben. Wir haben beispielsweise einen Blick an diesem Bild auf den größten Wasserfall der Welt, die Tugela Wasserfälle mit über 380, ich glaube, Entschuldigung, 89, 983 dann Meter dann Höhenunterschied. Ja, und ein hervorragendes dann Gebiet dann zum Wandern. Und dieser Bereich gehört ja auch mittlerweile zu dem UNESCO-Weltnaturerbe. Da haben wir allein 8 Bereiche hier in Südafrika. Also ihr merkt, für jeden Kunden ist eigentlich hier was Ideales dabei. Und natürlich dann auch dann die Möglichkeit, auch mal in die Geschichte dann des Landes hineinzutauchen. Denn gerade in den Drakensbergen gibt es also auch sehr viele Wandmalereien der ursprünglichen Bevölkerung, nämlich der Sands, dann die sehen hier oben im Bild. Ja, und von den Hochgebirgen oder bevor wir dann hier Richtung Küste gehen, möchte ich dann natürlich auch euch einladen in den höchsten Pap von Afrika. Der liegt nicht ganz in Südafrika, sondern wir sind mal kurz über die Grenze dann in das Königreich Lesotho rübergegangen. Und ja, auch hier diese Auffahrt, wenn ihr Kunden habt, die in an Passstraßen interessiert sind, da hat Südafrika eigentlich auch sehr, sehr viel dann zu bieten. Ja, die Strände. Wir haben 3000 Kilometer Küstenlinie. Wir haben über 40 Blue Flag Beaches, die also auch die weltweite Auszeichnung haben für dann diese intakte dann Natur. Auch hier natürlich Wandern angesagt oder aber auch mal im Rahmen der Rundreise ganz einfach mal ein paar Tage mal relaxen. Und das ist auch ein sehr schönes Beispiel dafür, dass Südafrika ideal auch für Familien geeignet ist, die mit Kindern reisen wollen und dann hier ihr Programm individuell zusammenstellen wollen. Ja, und andere Bereiche, natürlich das große Inland mit der großen Karoo hier, ein Bild in das Tal der Trostlosigkeit, das Valley of Desolation. Und da haben wir natürlich dann mehr diese ariden Landschaftsformen, hoch jetzt Richtung Kalahari mit den Aukrabis-Wasserfällen und natürlich auch hier Zederberge mit den tollen dann Gesteinsformationen und ja, dem
hier kleinsten Pflanzenkönigreich. Und das ist so ein Beispiel vom West Coast Nationalpark. Vielleicht haben ja einige Kollegen, Kolleginnen schon mal was von dem Namaqua-Land gehört, das eigentlich hier anfängt und geht eigentlich bis hoch dann an die Grenze dann nach Namibia entlang dieser N7. Und das ist eigentlich jetzt eine schöne Überleitung hierzu, dann Michael von Krotbos, weil wir sind ja im kleinsten Pflanzenkönigreich, was sich dann von der Westküste über dann das Kap der Guten Hoffnung bis dann rüber an die Gartenroute eigentlich erstreckt. Und jetzt werde ich mal hier aus meiner Präsentation rausgehen. Denn ihr seht, diese Stimmung, nehmt das mal auf und ich freue mich, dass jetzt Michael euch dann sein Paradies dann vorstellen wird. So, und Michael, du bist noch auf Mute und dann viel Spaß. Hallo alle, also erstmal möchte ich mich bei allen bedanken, dass ihr euch die Zeit genommen habt, uns hier aus Südafrika zuzuhören, was wir hier machen. Und ich wollte euch mal ganz kurz einen Blick zeigen, sodass ihr auch ein bisschen Sonne, das ist, was Südafrika ist. Hier ist das Meer. Und welcome everyone. Ich hatte gedacht, ich mache mal eine ganz andere Präsentation. Ihr seht unten links Condé Nast, da sind wir gewählt worden als das beste Hotel in Südafrika. Das kann man so nehmen, wie man möchte, aber es ist eine tolle Auszeichnung. Und hier gibt es eine Idee, wir sind 2 Stunden von Kapstadt entfernt. Du fährst also hier die R44 entlang, die man unten sieht, wo Stony Point ist. Da sind auch die Pinguine, über 6000 Pinguine. Und dann kommen wir nach Hans Bay und das ist die Bucht, the Marine Big Five. Und dort ist auch das Krotbos Naturreservat. Wir arbeiten genauso wie mit Russell in Swalo mit den 4 Cs. Das ist Conservation, da kommen wir jetzt gleich zu. Ist, so sah das Land aus, bevor Krotbos gekauft hat. Und wenn hier so ein kleiner Leopard mit 2 Kleinen entlang lief und aus diesem Reservat rauskam, wurde er erschossen, überfahren und die Kleinen werden ja immer ausgestoßen wie wir. Wenn unsere Kinder groß werden, wandern sie weiter. Und das ist, wo Conservation eigentlich anfängt. Krotbos kauft dieses kleine lila Teilchen und heute ist das alles unter Naturschutz, sodass dieses kleine Baby-Leopard oder Dachs oder Bock in diese Gegenden sich dann zu Hause finden kann. Das ist das Krotbos Privatnaturreservat, wovon der Stefan sprach. Wir sehen hier vor uns diese Blumen und hinter uns das Meer. Und das ist die Sicht, die ich euch gerade eben gezeigt habe. Wir fangen an, viel Community zu machen. Wir können unsere Plätze nicht bewahren, wenn wir nicht die Leute mit einbeziehen. Und so hat Krotbos eine Gärtnerschule, ganz klar, weil wir so viel machen in der Umgebung mit Pflanzen. Und hier nehmen wir Arbeitslose aus dem Township und bilden die für ein Jahr aus als Gärtner. Dies ist eine Stiftung, die Krotbos angefangen hat in 2003. Da werden wir noch viel mehr dazu sehen. Und unsere Gäste haben die Möglichkeit, mit diesen Leuten Kontakt aufzunehmen. Ich finde, wenn man nach Afrika fährt, gerade nach Südafrika, dann möchte man auch die Menschen kennenlernen. Hier besuchen wir auch unsere Schule, die ist auf dem Grundstück. Hier kann man auch Fragen stellen. Und diese Schüler werden dann ausgebildet, arbeiten in Krotbos, arbeiten irgendwo anders und werden auch bei uns Führer, was wir in Südafrika nennen Guides. Gleichzeitig nehmen wir unsere Gäste runter in, was wir nennen Townships. Das sind die Siedlungen, meistens der Schwarzen. Und da hat Krotbos angefangen, in 2010 ein Fußballprojekt zu machen. Aber nicht nur Fußball, sondern Hockey, Leichtathletik. Und jetzt wird spannend. Krotbos ist auch eine ganz große Familienlodge. Und wie schön ist es für eure Kinder, für eure Gäste, die ihr herschickt, wenn die Kinder, die hier nach Südafrika kommen, hier auf unsere Sportplätze nachmittags hingehen und die Möglichkeit haben, mit den Einheimischen hier Fußball, Hockey, Leichtathletik mitzunehmen. Ich glaube, wenn wir jetzt an Aktivreisen denken, das passt richtig dazu. Sowas, to learn, to know the community. Und
mit den Kindern in Afrika eine Verbindung zu schlagen. Gleichzeitig gehen wir in die Schulen hier. Wir haben die Möglichkeit, auch mit unseren Gästen für die Kinder zu kochen. Da kommen wir gleich nochmal zurück. Wir machen über 1000 Mahlzeiten am Tag. Und es sind ganz viele Gäste, die sagen, ach, weißt du was, ich mache mal mit. Ich schnibbel mal eine Stunde mit Gemüse und beteilige mich an diesem Community Work. Rotbos selber hat auch eine Community Farm. Da wachsen wir unser eigenes Gemüse. Da haben wir unsere eigenen Hühner, da haben wir unsere eigenen Salate, da haben wir unsere eigenen Herbs, Kräuter. Und das merkt man auch beim Essen. Da kommen wir nachher nochmal dazu. Die Kinder übrigens, die in Rotbos sind, haben natürlich ganz viele Aufgaben hier bei uns. Kinder müssen Eier sammeln, Kinder müssen die Hühner füttern, Kinder müssen die Pferde bürsten, Kinder müssen die Schweine füttern. Also richtig gehend in die Natur rein. Unter anderem haben wir alle diese vielen Pflanzen. Rotbos macht auch seinen eigenen Honig. Warum ich das hier habe, ist, wir versuchen ja alle die Bienen zu schützen. Und wir haben die Möglichkeit, dass unsere Gäste in einem Bienenanzug rausgehen können mit unseren Imker und selber die Bienen beobachten können, so wie wir es hier machen. Eine Babybiene beobachten, wie sie geboren wird. Und hinterher, morgens, ist das nichts Schöneres als dein eigenes Toastbrot. Den Honig, den du gestern geerntet hast, hast du heute Morgen bei dir auf dem Teller. Wir machen unheimlich viele Ausflüge von Rotbos aus. Wir machen Ausflüge ans Meer, an solche Höhlen, die über 80.000 Jahre alt ist. Und überall, wo du in Rotbos hingehst, hast du immer einen Guide. Und diesen Guide, den du siehst, der so den Finger raus hat, das ist der Chumani. Der Chumani kommt aus der Gärtnerschule, hat sich hochgearbeitet zum Guide. Das Gleiche geht hier für Japan, der jetzt im Service ist, der den super Cocktail macht. Und jetzt kommen wir zum Commercial-Teil von Rotbos. Und das sind die Lodges. Das ist, warum der Gast hierher kommt. Der Gast kommt her, um Luxus zu erleben. Luxus in Harmonie mit der Natur. Sachen zu machen, einzuatmen, die Luft, die Sicht. Und das ist hier die Forest Lodge, die ihr seht. Wir haben da nur 16 Chalets. Wenn ich sage Chalets, das sind ja Mini-Villas, die wir da haben. Und das ist unsere neue Garden Lodge. Ihr kennt ja wahrscheinlich die Garden Lodge alle noch. Das war ein Drehdachhäuschen. Die haben wir genutzt. Während Covid hatten wir die Möglichkeit, die Lodge zuzumachen. Haben ein Jahr gebaut. Und am 1. Februar letzten Jahres haben wir dann diese Lodge aufgemacht mit dieser wunderschönen Sicht, die ihr wieder seht. Und diese Lodge ist nur gebaut für 26 Gäste. Da habe ich einen kleinen Sprung gemacht. Alle unsere Villen, die da stehen, sind ungefähr 80 Quadratmeter. Alle ein eigenes Schlafzimmer, eigenes Badezimmer, immer mit Blick Fenster auf, dass man die Gerüche mitbekommt von draußen, auch die Meeresgerüche vom Meer, wenn der Wind in der richtigen Richtung steht. Du kannst die Vogelgeräusche morgens hören, machst die Schiebetüren auf, hast diesen unglaublichen Blick und hast dann auch ein Wohnzimmer, wo du dich zurückziehen kannst. Im Wohnzimmer, während der Partner vielleicht eine Mittagsruhe macht, haben wir auch ganz tolle Kamine dort, wenn es ein bisschen kälter wird, ein Feuer zu machen. Alles hat Underfloor Heating. Und guckt euch mal die Sicht an, da zu sitzen. Sie sind alle einzeln stehen. Und den kleinen Blumenstrauß, den ihr da seht, unsere Gäste machen Blumensafaris. Und dann pflücken sie, also wenn sie ankommen, ist dann nur ein kleiner Strauß. Ein ganz kleiner Mini-Strauß. Aber wenn unsere Gäste eine Blumensafari machen, haben sie die Möglichkeit, ihren eigenen Strauß zu machen. Und so sieht dann ein Strauß aus, den der Gast also selber gepflückt hat. Wir haben zwei Villen. Diese Villa, die ihr hier seht, sind Sechszimmer-Villa. Die kommt, ist auch, wenn ich sage, teuer, in meinen Augen sehr teuer, an die 10.000 Euro pro Nacht. Umfasst 12 Personen und das kommt mit allem drum und dran. Du hast deinen eigenen Butler, du hast deinen eigenen Chef, deinen eigenen Guide, ist also 100%ig voll inclusive. Es gibt auch eine zweite Villa, eine 4-Bedroom-Villa, die ihr jetzt gerade seht.
mit genau den gleichen Möglichkeiten, die wir jetzt gerade aufgezählt haben. Hier kann man sich wünschen, was man machen will. Dieses hat einen 25 Meter Pool zum Beispiel. Alle haben einen Gym, alle haben ihren eigenen Weinkeller, alle haben ihren eigenen Wine Steward. Und das erleben wir. Tatsächlich haben wir in diesem Jahr einen Superboom gehabt. Und ich nehme an, dass das von Covid kommt. Es gab viele, viele Familien, die getrennt waren, die in Australien gelebt haben, in Amerika, in Italien, die sich nicht mehr sehen konnten. Es sind Leute gestorben, die man nicht mehr sehen konnte. Und auf einmal, das sagen die Amerikaner immer mehr und mehr, sagen sie, ich gebe doch lieber einen warmen Handschlag meinen Enkelkindern und meinen Kindern als einen kalten Handschlag. Und so merken wir immer mehr und mehr, dass diese Villen seit Covid richtig toll gebucht sind. Und meistens sind das zwischen 3 und 5 Tage. Hier habt ihr das typische Restaurant auch von der Forest Lodge. Immer mit dieser Sicht über die Berge und das Essen. Ich glaube, das Essen, gerade in Plätzen, wo der Kunde nicht weg kann, ist ganz, ganz wichtig. Und hier ist das Gemüse, alles, was ihr hier auf diesem Bild seht, außer dem Fisch und der Wein und der Käse, wird alles von Krotbos selber hergestellt. Wir backen unsere eigenen Brote, wir machen unsere eigene Pasta, wir machen unser eigenes Eis. Alles um ein Gourmet-Feeling für den Kunden. Es gibt abends immer ein 5-gängiges Menü. Das ändert sich, der Kunde kann sich das aussuchen. Und selbstverständlich catern wir für Laktose und Vegetarier. Wir haben seit Neuestem ein sogenanntes botanisches Menü. Wenn ich sage botanisches Menü, mit der Botanik von der Gegend eingearbeitet mit den Kräutern. Dieses Vegetarier, wenn man irgendwo hinkommt und es gibt dann Spinat und Kartoffeln und so, das gibt es hier nicht bei uns. Es gibt einfach exciting and the guest can participate. Wir haben auch ein Boma, wo du abends essen gehen kannst. Und wir sind ganz, ganz stark auf unser Wein. Ihr seid in einer ganz starken Weinregion hier in der Nähe vom Himmel und Erde. Und so machen wir Wine-Tastings mit den Kunden zusammen. Wir haben 2 verschiedene Weinkeller und wir haben 3 Sommeliers. Dann machen wir unsere Blumensafaris, von denen wir sprachen vorhin, mit den Blumen. Wir haben über 930 verschiedene Arten von Pflanzen, von Blumen. Es blüht die ganze Jahreszeit und das in solchen Land Rovern, die du siehst. Wir haben ganz tolle Strandspaziergänge, davon sprach der Stefan vorhin. Machen Fatbiking in den Dünen, kleine Bootsfahrten. Und dann ganz zum Schluss, was ich euch sagen wollte, seid ihr in einer Gegend, ihr verkauft für euren Kunden The Big 5. Und hier reden wir von The Marine Big 5. Hier haben wir die Bottlenose Dolphins, die wir sehen. Wir haben unsere Pinguine. Wir haben über 60.000 Seehunde, die hier im Wasser rumschwimmen. Dann haben wir den großen weißen Hai. Da gehen sehr viele Gäste Cage Diving machen. Und dann die Wale, die dieses Jahr superb waren. Krotbos hat auch seinen eigenen Landing-Strip und das ist von Gästen aufgenommen im kleinen Flieger, wenn du über die Wale fliegst, die von Juni bis Dezember hier sind. Was toll ist, ist, dass Krotbos auch Carbon Negative ist. Das bedeutet, dass jeder Kunde, der von euch hier wohnt, ob er 3 Tage, 4 Tage oder 8 Tage wohnt, emissionsfrei wohnt in Krotbos. Und einfach sagen kann, wow, I've come to a space, wo ich verbinde mit der Community, mit der Natur, mit Luxus, mit tollem Essen. Unsere Durchschnittsdauer ist 3 Tage lang und dann immer mit dieser unglaublichen Sicht. Ich möchte mich bei allen bedanken von euch. Vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Ich wünsche euch alles Gute. Dankeschön. Tschüsschen. Ich danke Michael und ich muss sagen, ich hatte das Privileg, und das muss man wirklich sagen, bei Michael auch mal zu Gast zu sein. Und ja, eigentlich dieser Luxus ist, wie er schon sagte, ist diese Natur. Denn ich habe also dann wenig Plätze dann erlebt, wo ich in kürzester Zeit eigentlich dann zu mir gekommen bin und mit der Natur so eins geworden. Und das ist eigentlich auch das Besondere, was man hier dem Gast auch versuchen sollte zu vermitteln,
Denn es ist natürlich auch die tolle Unterkunft, aber es ist auch diese ganze Umgebung, die eigentlich diese Einzigartigkeit macht. Und ja, deshalb für mich war es ein Privileg, auch, dass du heute wieder mit dabei warst, Michael. Wenn noch Fragen sind, dann bitte im Chat das nutzen. Und Sonja, es gab eine Frage noch dann hier zu Condor. Ich weiß nicht, ob du in den Chat schon mal reingeguckt hast. Michael, es gibt eine Frage von der Brigitte Erdmann, ob Grotbos Tagesgäste dann akzeptiert. Du bist auf Mute. Akzeptieren gar keine Tagesgäste. Der Grund ist, dass unsere Gäste, die hier unser volles Attention bekommen, ihre volle Sache, die sie machen. Ich würde das gerne machen, aber das geht nicht. Und lieber Stefan, ich übergebe jetzt an Ruth, falls nachher Fragen sind. Ich muss noch mal leider weiter. Wir haben heute mit unseren Schülern eine Graduation und die startet um 12 Uhr. Das sind diese Gärtner. Vielen, vielen Dank, lieber Stefan. Vielen Dank alle und ich wünsche euch noch viel Erfolg. Dankeschön. Danke, Michael. Und Sonja, da war noch die Frage, ob das bei Premium Eco auch kostenloses Sportgepäck gibt oder nur bei der Business? Das Sportgepäck ist nur kostenfrei bei der Business Class, bei der Premium Economy Class regulär dazu buchbar. Gut, dann denke ich, ist die Frage dann beantwortet. Und wie gesagt, wenn noch später Fragen sind, wir gucken uns den Chat an. Und dann haben wir noch die Möglichkeit, die Fragen auch später mit reinzunehmen. Ja, und jetzt gehen wir noch mal ganz kurz durch diese ganze Präsentation durch. Tut mir leid, das liegt so ein bisschen an der Technik. Aber also noch mal ein schönes Recap von dieser schönen Präsentation. Denn wir wollen euch jetzt noch mal auch Südafrika aktiv etwas dann näher vorstellen. Und da möchte ich so eine kurze Einleitung machen, gerade hier auch Kapstadt, was ja auch Städtetourismus ganz wichtig. Natürlich gehen unsere Gäste dann durch die Company Gardens, sie gehen an die Waterfront, sie fahren einfach nur auf den Tafelberg hoch und genießen eigentlich diese schönen Blick. Aber natürlich für Gäste, die länger bleiben wollen, und das ist vielleicht so ein kleiner Hinweis, jeder Tag mehr ist eigentlich dann schön und bringt noch mehr Erlebnisse dann in seine Reise. Ja, und da können wir eigentlich auch mal so eine Wanderung dann empfehlen auf den Tafelberg dann hoch. Und da haben wir euch mal so drei Möglichkeiten dann kurz dann hier aufgeführt. Ja, und diese Platte Klipp, das ist eigentlich die schnellste dann, der schnellste Weg, aber auch der anstrengende, weil für alle Kollegen, die jetzt schon mal in Südafrika waren und mit der Bahn nach oben gefahren sind, dann sieht man eigentlich immer so diese Wanderer den Tafelberg hoch oder runterlaufen. Das wäre mehr oder weniger dann hier diese Platte Klipp. Ja, es gibt also 300 Wanderwege und ja, eigentlich auch ein sehr beliebter ist dann der Weg dann hier vom Kerstenbosch dann National Garden. Alleine hier könnte ich ja auch nochmal einen Besuch dann empfehlen. Ist bei vielen Standardtouren eigentlich leider gar nicht dann mit dann dabei, aber eine wunderschöne Parkanlage, die eigentlich so auf Rückseite des Tafelbergs liegt. Und ja, da haben wir mehr oder weniger hier so einen Weg, der so 4 Stunden geht. Und dann hier wäre dann die Bergstation dann zu dieser Abbruchstelle dann hier führt. Also ihr merkt auch hier weitere schöne Möglichkeiten, Südafrika auch mal anders dann zu erleben. Ja, und dieser Blick, den nimmt man natürlich ganz einfach mit nach Hause und bleibt dann auch hier in Erinnerung. Ja, für die ganz Abenteuerlichen kann man natürlich hier auch Upsiding machen. Es gibt die Möglichkeit, und das wäre dann ein weiterer Tipp, nicht jetzt auf den Tafelberg, sondern zu dem Tafelberg Massiv gehört ja auch hier der Lion's Head. Hier wäre dann diese Teufelsspitze. Und ja, auch sehr, sehr beliebt auch bei den Kapstädtern, dass man eigentlich dann zum Sundowner dann auf den Lion's Head dann hochläuft.
Dieser Klettersteig ist jetzt ein bisschen sehr abenteuerlich, aber es gibt ihn. Wer jetzt nicht unbedingt Klettersteig machen möchte, dauert ein bisschen länger, kann man auch mal noch einen anderen Weg dann hier gehen. Aber das wären so schöne Beispiele für dann aktiv die Natur, entweder auch von der Luft aus oder aber auch hier am Strand, wo ich dann morgens meine Strandspaziergänge oder dann hier mein morgendliche Jogging, mein Lauf dann hier mache. All diese Themen bieten wir natürlich hier entsprechend auch an. Ja, und ihr seht Südafrika aktiv und das ist jetzt schon so eine schöne Einführung für Yvonne und für André von Schulzaktivreisen, weil natürlich auch unser Partner hier mal Südafrika anders vorstellen möchte. Wir haben ja ein Wanderparadies und vielleicht auch für viele nicht bekannt. Südafrika gehört also bei Umfragen regelmäßig eigentlich zu diesen Abenteuer dann Destinationen dann der Welt. Ja, und viele dieser Parks oder Wanderwege werden auch von den Parkverwaltungen, also African National Parks oder auch dann hier in KwaZulu-Natal von den Kollegen dann hier betreut. Und ja, das Thema auf dem Zweirad, die letzten Jahre auch sehr, sehr beliebt geworden auf dem deutschen Markt, so eine Radtour. Und da haben wir viele Dinge dann zu bieten, ob das dann Mountainbikes sind, ob das E-Bikes sind, mittlerweile auch möglich. Oder aber vielleicht habt ihr auch Kunden, die dann mal an so eine Motorradtour dann interessiert sind. Also das nur so ein paar Anregungen, die wir euch dann mal so mitgebracht haben. Ja, und das noch weiter zu vertiefen, da möchte ich jetzt entsprechend Yvonne und André die Möglichkeit geben, eine Tour dann vorzustellen, um Südafrika aktiv für euch vorzustellen. Und damit möchte ich an euch übergeben. Vielen Dank. Ich hoffe, es funktioniert jetzt schon mal, dass ihr die Präsentation diesmal seht. Sehr gut. Ja, im Vollbild, Yvonne. Diesmal ja, sehr schön. Genau, also wie der Stefan schon sagt, wir sind Schulz Aktivreisen. Wir sind ein Reiseveranstalter aus dem schönen Dresden, seit inzwischen über 30 Jahren aktiv unterwegs in der Welt, so auch in Afrika und Südafrika auch seit mehreren Jahren. Und ja, wir veranstalten Kleingruppenreisen, in der Regel bis zu 12 Personen. Das sind mal Wanderreisen, mal Radreisen, aber auch Skireisen beispielsweise sind bei uns im Programm, die jetzt für Südafrika nicht unbedingt wichtig sind, sage ich mal, aber durchaus ein Punkt auch für unsere Reisegäste sind. Genau, Südafrika, wie gesagt, haben wir auch seit einiger Zeit bereits im Programm. Wir dachten uns, Safari kann so gut wie jeder. Wir machen mal was anderes und gehen in eine andere Ecke auch von Südafrika, jetzt nicht unbedingt Krüger Nationalpark oder ähnliches, sondern wir haben uns auf eine Reise am Western Cape, also entlang Kapstadts auch gestürzt. Ich hoffe, ich kann jetzt hier genau weitermachen. Und ich habe euch den André mitgebracht, der auch ein Reiseleiter von uns ist, der auch im südlichen Afrika eine Zeit lang zu Hause war, sich dementsprechend bestens auskennt, die Wanderrouten bestens kennt und die Radtouren auch ganz gut kennt. Genau, ich würde einfach mal das Wort an dich schon mal in aller Kürze übergeben. Fragen zu uns gerne auch im Anschluss dann nochmal konkreter. Ja, guten Morgen, besten Dank, Yvonne. Schönen guten Morgen an alle Touristiker, die hier in diesem Meeting mit dabei sind. Der Herr Stefan hat das ja schon recht gut vorgestellt, was man alles aktiv machen kann. Ich melde mich momentan aus Mendoza in Argentinien, in dieser Weinregion, wo dieser Malbec auch hergestellt wird, neben vielen anderen. Das mache ich nur, um mal auszuprobieren und auszutesten, wie gut unsere südafrikanischen Weine abschmelzen. Und ich muss sagen, die machen wir also durchaus einen Punkt, obwohl die Sachen, die hier im Angebot sind, auch recht lecker sind. Wie Yvonne hat es gesagt, ich bin seit 2007 in Südafrika als Reiseleiter tätig und habe das Glück gehabt, also auch da in Kapstadt zu wohnen für ein ganzes paar Jahre, ein Reiseveranstalter in Kapstadt zu arbeiten und das gesamte südliche Afrika, also
Zimbabwe, Sambia, Malawi, Mosambik und Lesotho, Swaziland, also auch die in den Trakensbergen bereisen zu dürfen mit Gästen. Und da ist also dann auch ganz klar, dass das Land riesengroß ist, mal so groß wie Deutschland, und man dann alleine schon in der Region in Kapstadt so viele Möglichkeiten hat, touristische Highlights und viel Natur, und die sich natürlich auch anbietet, da aktiv unterwegs zu sein. Wir sind bei Schulz-Aktivreisen, ich bin seit 2017 dann wieder in Dresden zurück gewesen, und bei Schulz-Aktivreisen also auch für Wandertouren zuständig, und also kann also sagen, dass ich das mit vielen Wanderregionen in der Welt durchaus messen kann, was wir in Südafrika und in Kapstadt anzubieten haben. Wir kommen also in Kapstadt an, ihr seht, dass das Flugzeug da landet, wenigstens also auch die Kondormaschinen, und auf denen unsere Gäste dort ankommen, und gehen dann in den von Stefan schon erwähnten Westküsten-Nationalpark hier entlang dieser N7, dieser Autobahn, die dann bis nach Namibia führt, an der Westküste entlang. Und da haben wir also auch immer dann die Fahrräder dabei mit unserem Reisepartner, mit dem wir da in Kapstadt arbeiten, und können dort den Westküsten-Nationalpark sehen, die Buntböcke und die Zebras und die Wasservögel, die vielen, die man in diesen dann Beobachtungsplätzen also auch sehen kann. Da kommen wir also hin, machen das also auch lautlose Art und Weise, indem wir mit dem Fahrrad durchfahren mit dem Auto, das auch möglich wäre, und genießen dort diese schöne Natur. Gehen dann weiter in die Cedarbergen, und das ist wie Eulen nach Athen tragen, da gibt es Boulder-Gegenden, da kann man wandern gehen. Es gibt dann auch die Bilder, haben wir dann noch eine kleine Präsentation hier mit dabei, wo man da wandern gehen kann. Das sind schöne, auch so auf 3-4 Stunden ausgestreckte Halbtagswanderungen zum Maltese Cross, zum Malteserkreuz, was vorhin schon mal kurz in den Bildern mit auftauchte. Und natürlich auch zum Buschbergarsch jede Menge. Ich habe also auch den schönen Bergleoparden sehen können. Es ist also eine wunderschöne Gegend zum Wandern. Das ist für den etwas anspruchsvolleren, aber auch für den, der es etwas gemütlicher mag, immer etwas mit dabei. Wir fahren dann von den Zielerberg wieder in Richtung Süden, in Richtung der Weinregion, und nutzen die Gelegenheit natürlich auch immer, wenn es sich anbietet, die landschaftlich schönen Gegenden auch mit anspruchsvollen Radtouren zu kombinieren. Gehen also dann über den Ehrenskloofpass und nutzen das vor allem da. Sehen wir dann auch gleich nochmal ein Bild, ein paar Impressionen. Kommen in die Wines, und da bei Stellenbosch, ganz am Stadtrand von Stellenbosch, ist der Jongershoek Nationalpark. Bisschen so unter Wert momentan noch, ist durchaus auch ein wunderschönes Wandergebiet mit einem kleinen Wasserfall, mit schönen diesen ausgeschilderten Wanderrouten. Dann gehen wir nach Berrydale, nicht um den Brandy zu probieren, sondern um von da aus dann in der kleinen Karoo, am Rand der kleinen Karoo, auch durch den Prado-Pass zu fahren mit dem Fahrrad und da immer also auch die schöne Natur genießen und das also auch recht intensiv machen zu können. Dann nutzen wir also das Fahrrad, um dann in den Dehob, das Dehob-Reservoir zu kommen, direkt am Wasser. Haben da die Möglichkeit, das sehen wir nachher auch im Bild, die den Dehob-Nationalpark, die Westböcke und die verschiedenen Antilopen auch aus der Nähe zu sehen, indem wir so mit dem Fahrrad da durchfahren, in die schönen Sanddünen, also auch eine wunderschöne Natur, eine schöne Impression, diese hohen Dünen an der Küste mit dem Fahrrad zu erreichen. Wir fahren von da aus weiter zum südlichsten Punkt des afrikanischen Kontinents, am Cap Agallas oder Cap Agulhas, Nagelspitzen, wie es die Portugiesen genannt haben, die dann mit Bartolomeus Dias und Vasco da Gama da unten rumgekurvt sind und dort die Schiffe durchmanövriert haben durch dieses Nagelkap. Radeln dann in Richtung Hermanus, schauen dort bei den Walen vorbei, den Walrufer, der dort mit seinem Horn die Wale anlockt. Richtig radeln dann bei dem Michael vorbei an der Walker Bay und bei der Route und schauen auch da immer aufs Wasser an der 44 lang, genießen die Ausblicke aufs Wasser raus, den schönen Feinbus, was ihr da habt und auch diese ganzen Bemühungen, die so lobenswert sind, dass ihr euch um die Kids in den Townships kümmert, dass ihr die Projekte macht, dass ihr die wunderschöne Natur, das Essen mit den Herbs, mit den verschiedenen Sachen
produziert, einfach weil es so viel zu bieten hat und so wunderschön ist. Und auch in den Unterkünften, in denen wir dann sind, versuchen wir das natürlich auch immer mit zu nutzen, weil es nichts Besseres gibt, als die Dinge, die dort vor Ort sind, voranzutreiben, das mit einzubeziehen, einfach um den Menschen eine gute Idee zu geben, was dieses Land Südafrika zu bieten hat. Gehen dann noch ein bisschen wandern und gehen auch natürlich auf die Kapspitze runter, nutzen den letzten Trail des fünftägigen Hurricwacho-Trails von Kapstadt bis zum Cape Point, laufen dann in den Nationalpark hinein, radeln dann noch ein bisschen und kommen dann wieder nach Kapstadt zurück. Das ist also tatsächlich schon bei der Aufzählung, sodass man da also diese 14 Tage voll angefüllt mit schöner Natur auf einem relativ begrenzten Raum. Wir machen natürlich auch diese in unserem Reiseprogramm bei Schulz Aktivreisen diese Wanderung in Ostteil Südafrikas, einschließlich also auch der Drakensberge, Kashlamba, Drakensberge, das Gebiet der aufrecht stehenden Speere, wunderschön. Aber dann seht ihr vielleicht, der Touristiker, die das im Ikano, wie vielfältig das Land ist, wie groß es ist. Und wir haben hier, was wohl auch schon mal kurz erwähnt war, in unserem Programm die Reise zum Two Oceans Marathon, der Ultramarathon, über 56 Kilometer die lange Strecke. Jedes Jahr sind es am Samstag zu Ostern. Im nächsten Jahr verlegt um eine Woche danach. Aber in jedem Fall eine unglaublich beliebte Angelegenheit mit fast 16.000 Läufern, die sich da über den Chapman's Peak Drive quälen. Und was aber alles pure Freude ist, wer sich da gut vorbereitet hat, für den ist das also alles möglich. Und das gilt bei allem, es soll Genuss im Vordergrund stehen. Das ist das Wichtigste. Und da kann man in Südafrika ein gutes Paket bekommen, wenn man diese Reisen macht und auch dann dabei recht aktiv ist. Also auch das ist alles möglich. Wenn wir noch ein bisschen durch die Bilder hangeln, klar, der schöne Blick auf die Tafelbucht. Ihr seht das hier links oben von Michael kurz erwähnt, der Devil's Peak in diesem Tafelbergmassiv. Und wenn ihr dann das manchmal so seht, dass die Wolken da oben drüber liegen, dann sagen wir, das Tischloch liegt auf dem Tafelberg. Der höchste Punkt oben auf dieser Platte, die ihr seht, zentral, ist dann der Clear's Beacon, 1085 Meter. Rechts oben an der Spitze, wie ihr es erkennen kann, da guckt so ganz klein die Bergstation des Tafelbergs raus. Wir gehen da hoch klettern. Ihr habt vorhin schon mal erwähnt, Herr Michael, dass es den Platte Clip Gorge gibt, dass es den schönen Weg durch den Skeleton Gorge in den Kirsten Gorge Botanical Garden gibt. Aber wir nutzen diese Aufstiegsmöglichkeiten über die India Fenster Route, die anspruchsvoll ist. Da muss man ein bisschen die Hände aus der Tasche nehmen, also ein bisschen Ketten und ein bisschen Leitern. Aber es ist durchaus schön, weil man diese schönen Ausblicke hat auf die City Bowl darunter, da wo die schönen Lichter sind, auf das Kapstadt, auf die Tafelbucht. Was wir dann auch machen. Der Stefan hat es gerade schon erwähnt, der Aufstieg auf den Lion's Head mit 669 Metern, nicht der Knaller, aber der Aufstieg ist durchaus anspruchsvoll. Und weil er gesagt hat, man geht ganz gerne zum Sandhorn, auch ich habe so oft erlebt da oben auch, dass die Einheimischen ihren Gaskocher mitbringen und oben am Sonntag ihr Rührei oben auf dem Lion's Head machen. Aber man geht auch bis zum Sandhorn, dann darf es sich ein bisschen mäßigen, weil der Abstieg dann, wenn das Licht ein bisschen weg ist, durchaus anspruchsvoll ist. Also da sollte man es nicht übertreiben mit dem südafrikanischen Weintrauben. Aber alles in allem so wunderschöne Dinge. Wir besuchen das Burkhardt, gehen dort auch wandern, nutzen die Möglichkeiten, auch die historischen Dinge, dass also die Holländer dort diese Ansiedlung gegründet haben und dass sie dann das Kap besiedelt haben und lernen da auch ein bisschen was über die Kultur und die Geschichte, ja, der Menschen, die als Sklaven hingekommen sind, erfahren da die ganze Menge. Beim Stadtstaffieren gehen natürlich raus zu den 12 Aposteln, gehen da wandern in diesem Gebiet, in diesem Feinbus, der bei Michael vorhin schon mal erwähnt hat, also diese Vegetation, hier ist auch recht spannend, ist aber ein schönes Bild mit einer großen Protea, der Nationalblume Südafrikas, der King Protea. Also auch dann unglaublich vielfältige Natur, 920 verschiedene Vogelarten, unglaublich vielfältig das Land. Also natürlich hier das Kapagans, wo also nachgewiesenermaßen das schöne, wärmere, grünliche Wasser des Indischen Ozeans sich mit dem blauen, kälteren Wasser des Atlantiks vermischt. Da ist ein bisschen Fantasie gefragt bei den Gästen, aber es ist so, dass eine feine Sache diesen Punkt, der das Kapagans markiert. Ja, das ist dazu beim Blaubeerstrand aus, der Blick rüber zum Tafelberg mit dieser schönen Blätter.
Es wird immer berührt, gab vor kurzem mal einen Guinness-Buch-Rekord. Da waren über 400 Kitesurfer unterwegs, haben es nicht ganz geschafft, die meisten sogar, aber auch das ist ein Hinweis darauf, dass man surfen kann, dass man mit Zipline machen kann, dass man mittlerweile auch so durch die Unterwelt von Kitesurfen springen kann, durch die Kanäle und das zur Stromerzeugung erfährt für dich da. Unglaublich viele große Palette an Aktivitäten, die man dort machen kann. Wir haben ein paar davon ausgesucht und haben da ein wunderschönes angeführtes Programm zusammengestellt für die Leute, die mit uns auf der Bewanderung auf der Spur sein wollen, in Kapstadt, in der Region Western Cape. Was nicht ganz so kalt ist, das Wasser hat unsere Schwimmbecken in das Meer hineingemauert, sodass das Wasser rüberschwappt in die Welle, dass sich dann in der Sonne ein bisschen anwärmen kann. Das ist ein bisschen angenehmer, als wenn Sie da drin baden gehen wollen. Sondern die weißen Haie, die wir vorhin gesehen haben, ist unmittelbar Angesicht zu Angesicht begegnet. Geht natürlich dann in die Winans, haben es gesagt, vorhin die eben da, Stellenbosch, Manschuk, Pau. Das ist also das Fahrrad, ein Fahrradanhänger dabei, nutzt die Gelegenheit. Und das ist natürlich ein Genuss durch die Winans. Fahren dann in den Bingsgrove Pass, nutzen die Gelegenheit auch, die von den Pionieren, den Südafrika-Pionieren, die dort die Straßen gebaut haben, die Brücken, die Tunnel vor allem gehen und diese schönen Wege durch diese Feinbusvegetation. Immer schön links bleiben, ne? Beim Fahren, ganz wichtig, dass da niemand auf die rechte Straßenseite gerät, aber da werden die Leute auch entsprechend gebrieft, dass da keine Unfälle passieren können. Und der Abschluss, die Schussfahrt dann runter, den Bingsgrove Pass, ist also durchaus auch eine rasante Angelegenheit. Das ist dann, fahren wir dann hinten die 44 bei euch vorbei, gut, ne? Und kommen dann in Gordons Bay aus in Richtung Somerset. Nutzen die schönen Hanglift da unten zu sehen. Also immer auch unglaublich gut, gute Straße. Die Fahrradfahrer, die Profis nutzen das auch, kommen da im Winter in der Saisonvorbereitung hin, um einmal die Dame und vor allem auch das gute Wegenetz zu nutzen, um sich für das Profitraining vorzubereiten. Wir machen das ein bisschen grusamer, nutzen den Blick aus aufs Meer und in die schöne Natur. Hatten es erwähnt, dass also dann die verschiedenen, der Ruhr in den verschiedenen anderen Nationalparks, wo wir Stationen machen, wo man also auch dann die Tiere sehen kann, die Strauße, die Inifors, die Erdmänner. Unglaublich schön, der Ruhr. Das ist faszinierend, die, ja. Muss man Glück haben, gehört auch mit dazu, wenn man da draußen unterwegs ist. Der Whistler, der Blower, der die Wale ruft, das funktioniert nicht immer. Da ist natürlich auch eine ganze Menge von Blower dabei. Aber es ist schön, diese Giganten, diese Meeressäugetiere beobachten zu können. Die Wale, die Botteln, die Delfine. Das war ja schon erwähnt. Wir haben das mit dem Kajak. Wir fahren da raus. Bei Normanus. Und mit etwas Glück kann man sehen, wie so ein Tail finden kann. Ja, die Pressbrücke. Dann sind wir unterwegs in den Zederbergen. Also tatsächlich, also das ist von grusam bis anstrengend, alles dabei. Aber in jedem Fall lohnenswert, diese Gegend in den Zederbergen zu bewandern. Zu den schönen, also wie gesagt, diese Gesteinsformation, die durch die Erosion entstanden ist. Das haben sie also so schön abgepickert, dass dabei dieses Madeira-Kreuz entstanden ist. In mühevoller Kleinarbeit. Wir wandern dahin. Das ist auch beeindruckend, wenn man dann näher kommt, wie groß diese Felsformation ist. Und wir wandern noch weiter zum Wolfgang Arch, zu dieser Bogen. Fantastisch, wie die Natur das macht, dass sie also dann auch solche, diese Erosion über viele Tausende von Jahren, dann diese Felsformationen entstehen. Und wir bewandern das, erreichen dann da oben diesen Punkt und genießen die Ausblicke. Es gibt auch Wetter da, das passiert also auch. Muss sollte man das auch immer vorbereitet sein, weil vom Meer ganz gerne auch mal schnell ein bisschen Wetter hochzieht. Also durchaus auch immer vorbereitet sein.
Feinkostvegetation. Dort wächst also auch der schöne Tee. Dann haben wir diesen schönen Ausblick in dieser Wasserfälle. Nicht ganz so hoch wie der Tugel, wie die Tugela Forst an den Drakensbergen. Und dann dieser letzte Teil des Hurricanebacho Trails entlang der False Way bis hinunter da, wo dann oben auf dem Berg an der Spitze, an der Kappspitze, ein Leuchtturm steht, ein bisschen weiter unten noch einer, damit also dann das Licht des Leuchtturms von den Schiffen, die um das Kap der Guten Hoffnung, das Cabo de Boa Esperanza herumkommen, auch eine sichere Orientierungsmöglichkeit haben, um sich auf dem Meer, auf dem blauen Meer zurechtzufinden. Aufstieg auf den Tafelberg über die India-Fensterroute, ganz auch schon erwähnt, wer es ein bisschen gemäßiger war, mag gerne über die Platte glitt und wer es noch mit dem mag, kann es wieder selber in Luft haben. Wir wollen aktiv sein und wie gesagt, das ist durchaus einfach. Wir sehen nun diese Schlange, diese Autoschlange, die an dieser Straße kommt. Heißt also, dass man, ich spreche mal das vorhin so ein bisschen angedeutet, dass die längste Route da hoch ist. Für die, die da unten 2 Stunden in der Warteschlange stehen, weil sie alle natürlich auf dieses Tafelbergmassiv hoch wollen, kann das durchaus auch eine langfristige Angelegenheit sein. Das mit dem Wasser manchmal gar nicht so schlecht anzeigen. Da sind wir durch. Genießen den Blick auf die City Bowl runter über den Signal. Da sind also ziemlich Wolken über diese Stadt am Kap der Guten Hoffnung. Ein wunderschöner Platz und wir können von Schulz Aktivreisen von unserer Seite euch Touristiker nur ermuntern. Schickt die Leute nach Südafrika und lasst sie diese schöne Plätze genießen. Wir freuen uns drauf, mit euch da aktiv, im Besonderen auf der Spur unterwegs zu sein. Genau, und wer den Abendflug mit Condor nutzt, der kann am Morgen noch den Lion's Head tatsächlich besteigen mit uns. Wir gehen da tatsächlich zum Sonnenaufgang hoch, nicht zum Sundowner, sondern am Morgen, wo das Licht eben auch besonders schön ist, wo man dann aber eben auch im Hellen wieder runterkommt und nicht unbedingt Gefahr läuft, dort zu stürzen im Dunkeln oder Ähnlichem und kann dann entsprechend entspannt und mit ganz vielen Eindrücken dann nach Hause reisen. Oder wer möchte, kann dann auch noch beispielsweise in den Krüger Nationalpark weiterfliegen, beispielsweise mit Air Link, was die Sonja ja vorhin schon mal kurz erwähnt hat. Dort gibt es auch verschiedenste Möglichkeiten, aktiv zu sein, die euch der Stefan jetzt bestimmt auch noch weiter vorstellen möchte und wird. Da gibt es bei uns auch Möglichkeiten zu verlängern. Also wir arbeiten dort auch mit einem Camp zusammen, die Fußpirschen wie auch Pirschfahrten anbieten. Vormittags wird gewandert, nachmittags hat man dann die Fahrten. Da ist man dann auch noch mal ein bisschen aktiv, hat noch mal ein bisschen anderes Südafrika drin. Genau, also wer dann noch mal 2-3 Tage mehr Zeit hat, dem empfehle ich dann auf alle Fälle von der Kapstadtregion dann auch noch mal in den Krüger zu fliegen und dort einfach noch mal ein bisschen Wildnis mitzunehmen, was eben auf dieser Reise bisschen weniger ausfällt, weil man eben doch sehr viel grüne Natur und schöne Pflanzen sieht und weniger diese klassischen südafrikanischen Tiere. Genau. So, dann herzlichen Dank. Es gab kurz im Chat der Hinweis, André, du warst ein bisschen schwer zu verstehen. Bitte um Nachsicht. Ich glaube, du sitzt momentan wo? In Nordamerika, Südamerika oder wo bist du derzeit? In Deutschland, Argentinien. In Argentinien. Liebe Kollegen, wahrscheinlich, das liegt ganz einfach an der Distance. Wenn ihr so lieb seid und die Präsentation beendet, dann können wir gleich dann weitermachen mit dem Programm. Und hier wollen wir euch auch noch mal so ein bisschen was über Abenteuer, Busch und Game dann erzählen. And ich mache mir das ganz einfach. I would like to introduce you now to Russell, and he will now present Zwalo Game Reserve. Also another, it's not a hidden gem. We like to make it more common also for our guests.
But for me, I also had an honor to stay at Swallow a couple of years ago. And this is a completely different area of South Africa. And so I'm happy that Russell is with us. And so over to you. Thank you very much, Stefan. Thanks for having me. And to everybody listening, it really is a privilege to share a little more about what the Southern Kalahari has to offer, and to learn a little more of the diversity of what is available to guests coming to South Africa. And I really appreciate you taking the time to listen. The Germanic market is an exceptionally important market for Swalu. It's our third largest market. And just the experience is something quite extraordinary. In terms of location, we right up in the northern part of the country. We're just south of the Botswana border in an area that's typically referred to as the Green Kalahari. It's not a central Kalahari experience. It's not a desert experience. It's very, very much an arid savanna, and you'll see shortly why it's referred to as the Green Kalahari. So we're on 300,000 acres. It's the largest private game reserve in South Africa and very easily accessible from Cape Town and Johannesburg. We have our own flights that fly directly into the reserve, and the connections from both Modikwa, Kruger and Sabi Sand are same day. So if your guests are doing a combination safari and you're coming in from the Sabi Sand, you would then connect onto the Swalu flight at lunchtime, and you'd be in Swalu by 2:30. Before we go into what Swalu is all about, we're an affiliate member of the Long Run, which is this affiliation of properties of 60 members that look after 23 million acres of property and the biodiversity that's on those particular reserves. And we take this experience into our guest experience. We work on this principle of the four C's: conservation, community, culture, and commerce. And we showcase all these particular emphases into our guest experience. And what's important to understand with Swalu is that Swalu is the most incredible regenerative project. If you look at many years ago, Swalu was a desecrated landscape. That map on the right shows you the original size. It was 30,000 acres. And over the last 50 years, it's expanded into 300,000 acres. And it's gone from this arid, desecrated landscape into something that is quite beautiful and just resonates with our vision of leaving the world better than how we found it. And one can look at the complete transition. You can look at this story of restoration. That top right-hand picture shows you an idea of what that Southern Kalahari looked like many years ago. And that bottom right-hand corner just gives you an incredible indication of why today it's typically called the Green Kalahari, and our ambition to restore the reserve to its former status of those days when it was occupied by the sand. And the reserve, that image on the left shows you some incredible species, brown hyena, porcupine. It's home to incredible diversity. And for us, we offer an immersive safari. It's not just about getting on a vehicle, looking at animals. Every booking gets their own private vehicle guide and tracker. And just understanding in terms of vehicle density, we only have 10 vehicles on the entire reserve. So there's very seldom that you'd see another vehicle. You get to dictate your own safari time. Because it's a private vehicle on a private reserve, there is no structure whatsoever. When your guests arrive, the guest and the guide will decide what they want to do day by day and plan a tailored safari experience. So whether it's walking, whether it's horseback riding, spending time at our habituated meerkat colonies, on the vehicle, tracking those elusive and iconic species, there's a particular safari that's tailored for every guest experience. In terms of conservation, Swalu is a protected area.
and provides a sanctuary to a number of rare and endangered species and some unusual species that are indigenous to that Southern Kalahari area. So you have your typical, your big game. You've got the Kalahari Black Maned Lion. We're home to a third of South Africa's black rhino population, an abundance of white rhino. We're home to all three species of hyena. We've got the spotted hyena, the brown hyena, and then one of the nocturnal species known as the art wolf. And this is, I think, certainly one of the reasons what makes Swahili so unique, is you have these nocturnal species that are indigenous to that Southern Kalahari area, and probably one of the best places in the world to see these species like aardvark, pangolin, bat-eared fox, and art wolf. And I'm hoping this particular video plays, because it just gives you such a wonderful overview of those unusual species that are prevalent in the Southern Kalahari. Obviously, during our winter months, it's a lot colder. So you have all the nocturnal species out and about during the day, which is wonderful. So you get to see species like the aardvark, you get to see species like the African ground pangolin, typically in the late afternoon, whilst they're out foraging for the day. And being nocturnal in winter, because I mean, I've to get to see these unusual species. So including the aardvark, you've got the brown hyena. So quite an extraordinary cross-section of game. Some amazing diversity to the experience. And as I say, as far as the conservation ethos is concerned, you've got this wonderful protected area that offers so many extraordinary encounters. And one of them, obviously, being time spent with our habituated meerkats, where guests will go out in the morning, you go and spend an hour with them, and just something quite unusual. You know, once they go foraging, what's lovely about winter is you can actually follow them for an hour or two. You can actually go walking with them and really get to understand the behavior. What we do from an experience in, as we mentioned, across that 4C platform, you know, for us conservation, because it is its core to Swahili's ethos and our commitment, is we try and show conservation in action. And we do that in a couple of ways. We have an amazing research center where currently we have about 14 research projects on that we encourage guests to participate. We encourage guests to meet researchers out in the field. Whether you're looking at the impact of the African ground pangolin on the Southern Kalahari, whether you're looking at the impact of climate change on certain reptiles, certain bird species, behavioral patterns, territorial patterns of species, guests always get to interact with researchers. And this is all year round, and not something that necessarily needs to be pre-booked. It really is something that if a guest shows an expression of interest in a certain study, that they have the opportunity to engage with researchers in the field. In terms of wildlife management, I mean, if you look at urban encroachment, wildlife management is just something that naturally happens all over Africa. And for us, it's an important message and a conversation that we have with our guests. If we are doing any project work on the reserve, typically during the winter months, May through to September, because it's cooler and less stressful on the animals, we will always incorporate these experiences with our guests. Any guest that is interested has the opportunity to book those private rhino notchings, where we do the microchipping, the notching of the ears, etc. And again, something that's engaging, something that really is an incredible education for guests. When we look at our community, it's not just our incredible staff. It's you, it's your guests that come to Swahili, it's visiting artists in residence, it's our suppliers. It really is everybody who understands the broader purpose of our vision and committed to our ambition of long-term sustainability. In terms of cultural heritage,
Our logo, everything that we do centered out around that creed to restore the Southern Kalahari to its original state, is symbolic of the petroglyphs that are on the reserve. We have some amazing sites where guests can actually go and view these petroglyphs dating back to Middle Stone Age. And also sharing that culture. It's our food culture. It's the food philosophy, the history of the reserve, and just what's indicative of that Southern Kalahari. In terms of our culinary experience, I think as extraordinary as our guest experience, we work with a Michelin star chef, Jan Hendrik van der Vesthuizen, who has a restaurant in Nice, called Jan. And he's now opened his second restaurant at Swalu called Klein Jan. The experience is overseen by an executive chef on site, Marna Scholli. And every dining experience, every dinner is in a different venue and a different menu. Klein Jan itself was the idea came from a number of, we have a number of species, birds, reptiles, and mammals that typically live underground. And Klein Jan restaurant, the concept came from those species that live underground, you know, to keep away from the extreme temperatures during summer and winter. So, and it's an incredible journey. It's not a Michelin star experience. It's the journey is equally exciting as the food. You go into this old 1903 farmhouse, and then you go underground, and you just have this incredible culinary journey. In terms of our camps, we currently have two camps on the reserve. We have Motsi and Tarkuni. We are in building a tented camp at the moment, which will be opening in July next year. And there you can see just the map on the left, the airstrip. We've got Motsi, which is about 15 minutes west of our airstrip, Tarkuni, which is the private homestead, and Lawapi, which is our tented camp, as I say, opening in July. This just gives you the landscape of Motsi, of which there are 9 suites. Children under 12 would stay free when sharing with parents, nestled against the foothills of the mountains, looking out west. And this gives you an idea of the look and feel of the of our main camp. As I mentioned, huge suites, 3 of which are family units. So we've got 3 2-bedroom units. So that's ideally geared towards larger families, or parents traveling with older children. And then about a 45-minute game drive further south is Tarkuni, which is our private homestead. So that's a maximum of 10 people. Again, renovated during the closure period, during lockdown. And again, you can see some wonderful little private spaces. We offered a tiered rate, so one can take it as exclusive use, or if there's less people traveling, it would be based on the number of guests that are in-house. So those are currently the two camps. And right now we are busy with our third camp called Lawapi. In Swana, it's a word that means the space below the clouds. And this is a camp with a difference, in a sense that there's no shared public area. What we've done is we've created these 6 individual tented safari homes. They're all about 100 meters apart from one another, and they all operate as a micro lodge. So they're serviced by their own butler, your dedicated chef. You have a private guide anyway. So it really is this exclusive, intimate safari experience where you have your own wilderness. So you have this expansive bedroom. You've got your interactive dining room, living room, kitchen area, huge patios, amazing fire pits, private plunge pools, where guests have the opportunity to just spend a lazy day. The 2-bedroom units, the bedrooms are identical, so quite easily accommodating 4 adults or 2 couples. But it's an amazing experience, in a sense that you have everything to yourself. You have this exclusive Kalahari journey, but then you do have the option to interact with other guests. You will be having dinners out in the bush. You'll be having dinners at Klein Jan. So you really have this wonderful combination. What we're seeing a lot more of is we are seeing a lot more requests for a combination between Motsi, our main camp, and Lawapi.
Ideally, we work on average of stay of about 4 nights. A 5-night stay will be absolutely perfect. It gives you 4 full days. And to be able to go between 2 camps gives you the most incredible experience, because the in-camp experience of both, something, you know, I would recommend for longer stay. It also mitigates a carbon footprint. Nobody wants to hop from property to property nowadays. And certainly having your vehicle covering that 300,000 acres, a 5-day stay would be highly recommended. And very easily accessible. You could leave Swalu in the afternoon from Cape Town, and you would be having the most incredible dinner at Grootbos that evening. So hugely accessible countrywide. And it's important to note that as far as Swalu is concerned, it's a conservation vision that is sustained through our nature-based tourism, our ecotourism. And that each and every guest that visits Swalu contributes to our sustainability and allows us to continue doing what we do. And that, in a very short space of time, is what Swalu is all about. Thank you, Russell. There was one question. Is Swalu a malaria-free area, or is it, do you have to take malaria precaution? No, it's malaria-free. Okay, another sales argument for that region, and especially for our repeaters, this is the place to be. So thanks, Russell. And there was another question to Yvonne or Andre. Kurz nochmal, Moment, ich schaue nochmal, das kam von Sabine. Während eurer Aktivtour ist auch die Möglichkeit hier gegeben, dass man die Townships oder Communities hier besucht. Ja, also zunächst mal möchte ich mich ganz kurz noch entschuldigen, dass ich ein bisschen schwer zu verstehen bin. Das ist nicht unbedingt der Distanz geschuldet, sondern vielleicht eher den technischen Möglichkeiten, die ich hier zur Verfügung habe. Aber ganz wichtig vielleicht, also auch diese Frage, wir sind mit dem Fahrrad unterwegs, wir gehen wandern. Wir sind in der Stadt Kapstadt unterwegs, wir machen also auch eine Stadtwanderung, wir gehen in das Burka. André, wenn ich unterbreche, du bist jetzt sehr, sehr schwer zu verstehen. Ich glaube, die Wohnübertragung ist besser. Entschuldigung, wenn ich dich hier gerade jetzt so also völlig abbreche, aber du bist kaum zu verstehen. Yvonne, ich kann gerne übernehmen. Wie er jetzt gerade schon angefangen hat, während der Wanderungen und Radtouren im Endeffekt, kommen wir in unmittelbare Nähe beziehungsweise auch in unmittelbaren Kontakt mit den dort lebenden Menschen. Wir haben jetzt nicht per se eine Township oder eine Conservancy, mit der wir direkt zusammenarbeiten, aber es ist natürlich auch während der Pausen beziehungsweise auch während der Tour immer mal möglich, wenn die Gäste sagen, hier, wir möchten hier gerne mal anhalten, wir wollen uns das anschauen, wir wollen mit den Leuten sprechen, können wir das natürlich jederzeit einrichten, ne? Also das ist in dem Sinne sehr flexibel. Aufgrund dessen, dass auch die Gruppen sehr klein sind, kann man da auf jeden sehr gut eingehen oder auf viele Sachen sehr gut eingehen. Und damit ist es nicht unbedingt gegeben, dass wir da mit einer Township besonders gut zusammenarbeiten, sondern dass im Prinzip an jeder Stelle die Möglichkeit vorhanden ist und dann oft auch genutzt wird, dort im Prinzip mit den Menschen beziehungsweise auch mit den teils dort lebenden Tieren und so weiter in Kontakt zu treten und mit ihnen dort zu sprechen beziehungsweise die auch kennenzulernen und vielleicht auch eine Weinprobe an einem bestimmten Hof zu bekommen oder ähnliches. Also das ist dann durchaus auch spontan sehr gut möglich und teilweise sogar schöner, als wenn es geplant ist. So, dann ist diese Frage auch beantwortet. Ich habe eigentlich nicht mehr viel auf der Agenda und wir hängen ein bisschen auch in der Zeit. Deshalb gestattet mir, dass ich das Thema dann Busch etwas kürzer dann handhabe. Aber wie gesagt, Russell hat ja uns jetzt auch die Möglichkeit gegeben, gezeigt, dass man mit erfahrenen Guides dann in diese Natur eintaucht, auch diesen schönen Kontakt mit den afrikanischen Tieren. Und wer das also noch intensiver erleben möchte, da gibt es natürlich auch für Interessierte spezielle Ranger-Kurse, wo man so zum Ranger auch ausgebildet wird.
und da gehört natürlich auch dann dazu, dass man die ganzen Bäume bestimmen muss, die ganzen Pflanzen bestimmen muss und, und. Also vielleicht auch hier interessante Möglichkeit dann für Kunden mal tiefer dann in diese Materie dann einzutauchen. Und das sind jetzt die speziellen Ranger-Kurse, die dann doch über mehrere Tage gehen. Aber wir haben auch Anbieter, die auch so einen kleinen Schnupperkurs machen. Und wie gesagt, hautengen Kontakt mit dann der Natur, mit den Tieren, dann völlig neue Eindrücke dann dem Kunden dann mitgeben. Ja, komm, wie du bist und geh, wie du nie wieder sein wirst. Schöner kann man das eigentlich auch nicht dann erklären. Ja, was haben wir noch von uns, vom Service? Wir bieten natürlich hier auch dann entsprechend dann Informationsmaterial an, Broschüren zum Downloaden. Das ist hier unser altes Anführungszeichen. Dann das Magazin, Südafrika-Magazin. Wir haben ja jetzt, wie gesagt, diese neue Kampagne Live Again und deshalb hier diese Broschüre noch aufgebaut auf die alte Kampagne. Dann hier starte deine Safari, aber ansonsten auch eine sehr schöne dann Broschüre, um Geschmack zu machen, dann hier auf das Reiseland, dann Südafrika. Und wie gesagt, Faltkarte, das sind also alles zwei Dinge, die wir euch anbieten können. Wer dann mit uns weiter in Kontakt bleiben möchte, hier haben wir A, die Möglichkeit, dann euch einzuladen auf unsere Facebook-Gruppe. Da habt ihr auch nochmal ein Bild jetzt von meinem Kollegen dann hier, Marcel. Oder ihr schaut mal hier bei uns auf die Buschfunk-Seite. Hier haben wir also auch ganz, ganz viele Informationen auch nochmal zusammengefasst. Es gibt sehr viele dann auch kleine Kurzvideos, die ihr dann nutzen könnt, auch für die Kundenberatung. Wo kann man am besten Tiere sehen? Zum Thema Landschaft, Outdoor. Also alle Themen, die wir eigentlich heute angesprochen haben, werdet ihr also hier auch nochmal dann finden. Ja, und dann möchte ich eigentlich dann mich bedanken für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, wir konnten euch viele dann Argumente, Verkaufsargumente noch auch mitgeben. Ich werde dann jetzt mal kurz offiziell die Veranstaltung schließen und natürlich auch die eine Frage noch beantworten von dann Silja mit dem Thema dann Sicherheit. Möchte mich aber vorab erstmal bei meinen Co-Referenten, Mitreferenten hier bedanken. Danke an Ruth, die jetzt für Michael das übernommen hat. Thanks to Russell for introduction of Zwalo. Ich danke Yvonne und André, dass ihr Südafrika aktiv auch dann den Gästen, unseren Kollegen mal dann vorgestellt hat. Ja, und schönes Beispiel, wie einfach es ist, nach Südafrika dann zu fliegen. Danke an Sonja für die Kurzpräsentation zur Condor. Ja, und damit danke ich dann für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch noch eine schöne Woche und wir kommen mit einem weiteren Thema auch nochmal, nämlich Spezialthema Golf im Dezember. Aber da werden wir euch dann später auch noch dazu dann einladen. Ja, Dankeschön. Und wie gesagt, wer noch Interesse hat, die Frage von Sonja steht ja noch zur Beantwortung. Der kann auch gerne bei uns bleiben. Ansonsten vielen Dank und ich winke mal allen Teilnehmern. Dankeschön. Thank you. Danke euch. Danke, vielen Dank an allen. So, dann werde ich erstmal das danke ich jetzt für nochmal eure Aufmerksamkeit. Danke allen meinen Mitreferenten, liebe Sonja, Yvonne, André. Hat Spaß gemacht. Mal sehen, was wir nächstes Jahr so vorhaben. Ich sag mal, ich denke an euch. Dankeschön und danke an allen Teilnehmern. Ciao. Vielen Dank. Danke. Ciao. Tschüss.